Eine Möglichkeit, den Schuhschnabel in freier Wildbahn zu beobachten, bieten die Mabamba-Sümpfe unweit von Entebbe in Uganda. Am einfachsten und bequemsten erreicht man die Sümpfe durch eine Bootsfahrt über den Viktoriasee. Der Bestand des Schuhschnabels soll bei ungefähr 5000 bis 7000 Tieren liegen, von denen 80% im Südsudan leben. Die restlichen 20% teilen sich Kenia, Tansania, Sambia und Uganda. Zerstörung des Lebensraums sowie Störungen durch Fischer lassen die Bestände ständig weiter schrumpfen. Der Schuhschnabel ernährt sich hauptsächlich von Fischen. Lungenfische, Tilapien und Flüsselhechte bilden seine Hauptnahrung, während Frösche, Schlangen, kleine Wasservögel und Säuger einen geringen Anteil am Nahrungsspektrum haben. Bevor wir auf kleinen Kanälen in die Sümpfe vordrangen, stiegen wir auf dem Wasser in ein kleineres Boot der Mabamba Community um. Je tiefer wir in den Sumpf vordrangen, umso schwieriger wurde das Vorankommen. Am Schluss half manchmal nur noch Aussteigen und Schieben. Lange Zeit kann der Schuhschnabel beim Jagen bewegungslos anstehen. In diesem Fall dauerte es ungefähr 10 Minuten, bis er zustieß. Ich hatte das seltene Glück, ihn bei der erfolgreichen Jagd auf einen afrikanischen Lungenfisch beobachten zu können. Geschickt trennt der Vogel Morast und Graswurzeln von der Beute. Nach der erfolgreichen Jagd säubert der Schuhschnabel seinen Schnabel mit Wasser. Of good chance. You come this close and doesn't fly. Today we are lucky. And now we are in 3 meters. Yeah. Actually, if I tell those people when you sit catching fish, yeah, it turns around. Wow. I knew. What is satisfying? That is how it does. Goodbye. Land there. Let's do it.